bin 31 und ich studiere Europäische Ethnologie im Erstfach und Regionalstudien Asien-Afrika im Zweitfach. Und ich bin über den zweiten Bildungsweg an die Uni gekommen. Ich habe erst 2016 mein Abitur gemacht, da war ich 26 und bin dann ein Jahr später an die Uni gekommen. In meinem Studiengang geht es hauptsächlich darum, eine Region Asiens oder Afrikas näher kennenzulernen. Näher kennenzulernen bedeutet, dass man sich mit der Sprache der Region beschäftigt, also auch eine Sprache dann lernt. Zudem kann man sich politisch, kulturell, linguistisch und auch in ganz anderen Richtungen mit der Region beschäftigen. Das ist auch so die Flexibilität, die das Studium letztendlich mit sich bringt, dass man seine Seminare sehr frei wählen kann und dadurch für sich selbst einen Schwerpunkt legen kann. Die einzige Fokussierung im Studium ist halt wirklich, dass man ganz zu Beginn schon sagt, das ist die Region und das ist die Sprache und damit beschäftige ich mich in den nächsten 6 Semestern. Also die Kurse sind in der Regel so zwischen 5 bis 20 Leuten groß. Ich finde, das ist eine angenehme Größe. Ein Punkt ist so die Vereinbarkeit von Studium und Job. Und da kann ich ganz klar sagen, dass das sehr schwierig ist, wenn man noch nebenbei arbeiten gehen muss. Das Studium ist ausgelegt auf eine 40-Stunden-Woche. So sieht es die Studienordnung eigentlich vor. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man 40 Stunden die Woche arbeitet und dann noch seine Ruhephasen braucht, ein bisschen Privatleben braucht, dann wird es sehr knapp, noch nebenbei arbeiten zu gehen. Ich persönlich bekomme BAföG und ich habe zwischendurch Gelegenheitsjobs. Ich kann nichts Regelmäßiges arbeiten aufgrund meiner Beeinträchtigung. Und dadurch ist es für mich ganz klar, dass ich länger studiere, als die Studienordnung eigentlich vorgesehen hat. Ich studiere mit 2 Beeinträchtigungen. Zum einen ist es die Endometriose. Dadurch habe ich eine regelmäßige Beeinträchtigung alle 3 bis 4 Wochen während der Zeit, in der ich menstruiere. Zudem habe ich eine andere Beeinträchtigung und das sind die depressiven Phasen in meinem Leben und die sind eher nicht so gut vorher einzuschätzen, wann eine Phase kommt. Ich lerne es zwar, je älter ich werde, damit umzugehen und das dann auch irgendwie in meinen Alltag zu integrieren, aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, ja. Also ich finde super spannend, dass man eine ganz, ganz fremde Sprache lernen kann in diesem Studiengang. Wenn ich wollte, könnte ich Swahili lernen, wenn ich wollte, könnte ich Arabisch lernen, ich könnte Japanisch lernen. Ich persönlich lerne keine Sprache, aus dem einfachen Grunde, dass ich nur 6 Module belegen kann im Zweitfach. Und ich wollte mir damit so ein bisschen die Freiheit offen lassen, Brücken zu schlagen zu meinem Erstfach, das ja die europäische Ethnologie ist, um so ein bisschen mein Weltverständnis erweitern zu können sozusagen. Ich habe zu Anfang des Studiums meinen Fokus auf literaturwissenschaftliche Kurse gelegt, weil ich die Idee schön fand, über Romane und andere Literatur einen Zugang zu verschiedenen Kulturen zu finden. Und im Moment hat sich mein Fokus aber ein bisschen verlegt, weil ich ein visuell-anthropologisches Interesse entwickelt habe. Und da ist es für mich gerade sehr spannend, Seminare zu belegen, die sich mit Museumskunde beschäftigen oder eben auch mit Film und Kultur. Ich stelle für mich fest, dass ich 3 Herausforderungen habe. Und das ist auf jeden Fall diese Studienordnung, die vorgibt, dass man in 6 Semestern studieren soll. Und dann bleibt einfach wenig Zeit, um darüber nachzudenken und Dinge zu verarbeiten, was man gelesen hat, was man ausgetauscht hat. Im Konkreteren finde ich, dass es einen sehr hohen Leseaufwand gibt, vor allem wenn man mit
Selbstansprüchen konfrontiert ist. Man möchte das alles lesen, das interessiert einen, aber es sind sehr schwierige Texte, es sind nun mal wissenschaftliche Texte. Man liest auch viel in englischer Sprache. Ich finde, wenn man Glück hat, auch noch in weiteren Sprachen, wenn man denn weitere Sprachen spricht. Und ein dritter Punkt ist die Anwesenheit. Also Anwesenheit ist für mich mit Beeinträchtigungen schwierig einzuhalten, weil ich eben zum Teil ja meine Beeinträchtigungen nicht so planen kann. Sie kommen manchmal eben sehr unerwartet. Da ist so eine doppelte Belastung dann im Prinzip. Man kann nicht auftauchen, man muss das aber auch kommunizieren, damit die Leute Bescheid wissen und man selbst auch nicht so in Vergessenheit gerät. Also ich glaube, wenn man Regionalwissenschaften Asien-Afrika im Mono-Bachelor studiert, dass man die Möglichkeit hat, sich sehr speziell auf eine Region eben aufzustellen, aber die inhaltlichen Themen sehr frei bleiben. Das heißt, ich könnte mit so einem Studium in bildungspolitische Einrichtungen gehen, ich könnte in die Wirtschaft gehen, ich könnte in den Kulturbereich gehen. Es sind, glaube ich, viele Wege offen und es liegt dann an einem selbst, wo man so den Fokus hinlegt. Also auf jeden Fall dranbleiben. Dranbleiben. Egal wie hart es ist, egal was für Hürden sich entwickeln. Gönn dir die Ruhephase und zwar auch ohne schlechtes Gewissen und dann setzt du wieder an. Und dann machst du an einem Punkt weiter, wo du aufgehört hast oder du skippst das. Ist auch möglich. Ist auch manchmal vonnöten, dass man Sachen passieren lässt und dann an einer anderen Stelle wieder einsteigt. Es ist voll okay, und es ist voll normal, da gehen wir alle durch, auch eben wieder mit oder ohne Beeinträchtigung. Etwas, was ich zu Anfang nicht so gut hingekriegt habe, ist die Vernetzung. Sich in die Newsletters eintragen lassen, auf jeden Fall mit Kommilitoninnen sprechen, sich auch Beratung holen von entsprechenden Stellen, die gibt es nämlich. Dieser Gemeinsinn entwickelt sich irgendwann und darüber gibt man sich gegenseitig Kraft. Und deswegen ist die Vernetzung unglaublich wichtig.